Und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Donkey Kong Country mit dabei. Ja, ui. Ach, hi, ja, ui, wie geht's dir denn? Ah, wunderbar, ich hab so einen bescheuerten Typen, der sich Endsmash nennt, abgelöst, weil der Typ kann einfach gar nichts. Da gebe ich dir recht. Zumindest in diesem Spiel. Wollen wir mal nicht ganz so gemein sein? Und. Oh. Au. Die Krokodile hören sich wie die Affen an, ey. Und Affen. Warum versuche ich überhaupt den Buchstaben zu kriegen? Wir haben doch eh nicht alle. Weil wir es können. Einfach weil wir es können. Hol mich. Soll dich holen? Ja, alleine kackst du das nämlich nicht, aha. Ich kann ohne dich nicht kacken. Oh Gott, Mann, lass mir das. Aber die Fässer kann ich nicht irgendwie umrollen. Nein, das wäre nicht so gut. Ich wollte es versuchen, ihn noch irgendwie zu tackeln, bevor er das Ding wirft. Los, die setzt Tackle-Attacke ein. Oh, woher kriegt ihr die ganzen Fässer her? Zauber. Er ist ein Zauberaffe. Du bist ein Magier, Harry. Ich bin nicht... Harry, ich bin Harry. Wow. Kommen jetzt die ganzen Harry Potter Witze hier? Harry Potter, wow. Harry. Ich... Ich wollte da hoch! Leute, er stand vorm Ziel. Er musste noch ein Pixel weiter nach rechts gehen. Was macht er? Geht zurück und stirbt. Ich wollte da hoch! Das ist der Level-Ausgang. Kein Bock, ich geh sterben. Tschüss! Also wenn irgendjemand mal ein Highlight-Video zu diesem Let's Play machen will, ich will diese Stelle Ding drin haben. Wenn mal irgendjemand allgemein ein Highlight-Video machen will. Das wurde schon angekündigt, das wollte einer aus der Community mal machen. Jetzt zum Let's Play von dir und Rüdiger. Nö, zu allgemein meinen Videos. Weil da passiert so viel Kacke, ey. Damit die Stelle bestimmt dabei sein. Bei Ocarina of Time zum Beispiel habe ich im Brunnen von Kakariko den 3DS mal fallen lassen im Stream, in der Aufnahme. The hell? Ich weiß nicht wieso, auf einmal lag der 3DS am Boden. Man hat es nur noch knallen gehört. Er ist am Boden. Gibt es da nicht auch so einen Pokémon Stadium Spruch mit irgendwas, es ist am Boden? Ich glaub ja. Es ist am Boden. Überroller, überrollt. Es ist doch schon am Boden, wieso setzt du noch Erdbeben ein? Do a barrel roll. Ja, fuck you all. Wie er uns voll den Arsch entgegenstreckt. Whee. Ja. Ja, meine kleinen Schnitzelers, da könnte ich auch heulen. Ich hab eher gedacht, lachen die mich aus? Die hat, könnte auch lachen gewesen sein. Die hat man auf jeden Fall gehört. Aber das war jetzt ein so gutes Timing. Selbst meine Tiere lachen uns aus. Da kannst du mal sehen, wie schlecht wir sind. Ja, ja, ja. Gib's mir. Was war das denn jetzt für eine... Ach, Scheiße. Das war... Ja, was war das denn für eine Scheiße? Wieso schwebst du? Du kannst nicht schweben, du bist ein Affe. Affen können viel. Die machen 4 Schaden. Ja, aber gesagt, macht man 4 Schaden an uns. Oh, der Affe hat jedenfalls keinen 4 Schaden gemacht. What the hell? Wie hab ich das gemacht? Lässt er das Ding einfach fallen. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ich hab das Fass mit Gedankenkraft zum Stehen gebracht. Sagen wir mal so. Jetzt war eh keiner glauben, aber egal.
Ich hab's im Video editiert. Was? Wii U? Boah, wie der fliegt, ey. Ich wollte gerade sagen, ist der geflogen? Kommt ein Affe geflogen. Super Affi, komm zu dich gefliegt. Whee! Fuck ja, you. Du machst es genauso wie ich. Sehr gut. Mit der Ausnahme, dass du noch lebst. Keanu, ganz ruhig, geh einfach nur nach rechts. Da ist nichts, okay. Danke. Hallo, Süße. Wie wär's mit einem kleinen Dreher in meinem Fass? Alter, Candy! Soll ich dir mal ein richtiges Fass zeigen? Willkommen im Reno-Tal. Zwischen einem Felsen und einem harten Platz wirst du im Sturzhall etwas Cooles finden. Im Wasser treibende Fässer zerbersten, sobald du sie berührst. Bin so müde, ich will schlafen. Immer diese alten Affen. Markt Austern. Ich mag keine Austern. Immer diese Austern am Markt. Was war das denn? Die schießen immer nur in eine Richtung. Das ist wie Perlen vor die Affen werfen. Ein Traum für jeden Perlentaucher. Heißt das nicht Perlen vor die Säue? Ich dachte, wir spielen Affen, keine Schweine. Du weißt nicht, was die in Wirklichkeit sind. Verkleidete Schweine. Ah, kein Geheimnis, okay. Jetzt muss ich an diesen einen Part von Rüdigers Lighted Wars Let's Play denken. Ich weiß aber nicht mehr, welches Lighted Wars Let's Play es genau war. Gibt so ja nur 20. Dieser Bossgegner auf Solar. Wie hat er gesagt? Ein verkleidetes Krokodil, das sich als Schwein getarnt hat? Oder so ähnlich? Okay. Auf jeden Fall war es irgendwas mit Schwein getarnt. Irgendwas mit Schwein getarnt? Ja. Wow! Sich tarnende Schweine. Ich meine, kennt man doch, oder? Meine tarnen sich häufiger als Schinkenwurst. An dieser Stelle schöne Grüße an den Schinken. Oh, da ging nichts mehr. Es ist jetzt hier irgendwie die High-Saison. Yeah. Ich habe einen Save-Point geholt. Ja. Ich bin cool. Ja, ich hab's gemerkt. Das ist so ein Arschloch, der in drei Richtungen schießt. Ich hab doch nichts gesagt. Ich hab mich doch nur geräuspert. War das kein so nach dem Motto, bleib stehen. Nein, das war ein Räusperer. Okay, das war ein Räusper. Kein Halt an Räusper. Wenn ich Halt an Räuspern würde, dann wärst du schon längst tot, bevor das bei dir ankommt. Wir haben das on, K nicht. On. Das Spiel ist on, ja. Das könnten wir es nicht spielen. Kann ich hier hoch? Ist da irgendwie ein Secret? Nö. Jetzt fängst du an, nach Secrets zu suchen. Wenn es schon so verdächtig aussieht. Das sieht alles verdächtig aus. Ach, die Arschlöcher schon wieder. Wo wusstest du, dass es mehr sind? Wenn Didi stirbt, kann er so schnell schwimmen. Warum kann er das nicht, wenn er lebt? Ich bin kurz vorm Ziel gestorben. Ich hab das Level beendet. So, jetzt gehe ich mal wieder speichern. Ich hab die Arbeit gemacht. Soll ich euch Affen was abspeichern? Da gibt es so einiges, was du von uns abspeichern kannst. Oh Gott, lass mich. Alter. Bumblebee Rumble. Das wird jetzt ein Spaß. Das
Könnte auch Monkey D. Ruffy heißen. Nein. Ja, Entschuldigung. Auf die Reaktion habe ich gewartet. Nein! Ach, shit. Ich kenne ja deinen Hass zu einem bestimmten Anime. Das ist kein Anime, das ist ein Machwerk. Ein nicht brauchbares. Okay, ich muss jetzt erstmal checken, wie der Typ funktioniert. Sobald er rot ist, kannst du ihn nicht angreifen. Ja, aber er kann mich angreifen. Ja, das kann er. Ja, das kann er. Das kann er gut. Dann gebe ich dir recht. Wenn er was kann, kann er uns angreifen. Aber richtig. Das klingt wie so ein Warnsignal. Ja, obwohl, wenn das so ausrastet, dann ist so ein Warnsignal eigentlich nicht schlecht. Oh, so blöd. Fliegt immer wieder in das Fass hinein. Ich fasse es nicht. Das klingt fast schon irgendwie niedlich, dieses... Er hat sich selbst besiegt. Letzten Furz gelassen. Gorilla-Gletscher. Und wir haben nur noch zwei Welten vor uns. Das hier und dann die Fabrik und dann haben wir schon sind wir schon beim Schiff. Warship. Schneefassgletscher und ab jetzt wird's wirklich assi. Jetzt wird's cool. Hallo, ich wollte... Keanu, denk dran, immer einen kühlen Kopf bewahren. Das muss man bei der Welt tatsächlich. Na toll, da komme ich nicht mehr dran. Boah. Weil man hier auch rutscht, wie du siehst. Ja, aber wir lassen uns nicht aufs Glatteis führen. Anscheinend doch, wenn wir hier sind. Oh, fuck. Uiuiuiui. Hier musst du wieder den richtigen Winkel, Lord, treffen. Hab ich. Was macht Krokodil in so einer verschneiten Landschaft? Das sind Eiskrokodile. Nee, schlecht. Game Freak, ich will ein Pokémon haben, was aussieht wie ein Krokodil und von Typ Eis ist. Alola Garnuvil? Das zählt nicht, es ist kein Kanto-Pokémon. Stell mir das so was ähnliches wie ein Alola-Pokémon vor, nur eben als Kanimai in so einer Art Alola-Form und das ist dann so ein Eistyp. Was? Ich war auf dem Gnorti drauf. Gnort. Wow. So, und ab jetzt... Das wow. Meine ich mit Assi. Okay, diese Schneeflocken verwirren irgendwie ein bisschen. Das meine ich. Weil dir das auch irgendwann in den Augen weh tut. Mir tut das jetzt schon in den Augen weh. Wow. Aber dafür haben wir hier auch teilweise die schönsten Level im Spiel, finde ich. Das okay, würde ich nicht versuchen. Was ist da denn jetzt der Clou? Geradeaus ja. Nach oben ballern. Und das Fass dreht sich sehr schnell. Ach so, okay. Dann lasse ich das. Nein! Ja. Och, das ist scheiße. Wow. Toll. Ja, Didi, gib dir selbst eine Backpfeife. Ja, du musst wegmachen. So. Und nochmal. Weil es so schön war. Hast du kein Safe State gesetzt? Nein, diesmal nicht. Jetzt haben wir auch wieder 5 Leben. Keine 3 Bomben. Nein, leider nicht. Falsches Spiel. 3 Bombenfässer. Das wär stylisch.
Biene sagt so, nee, 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 machen wir nicht. Das ist so eine easy Taktik, ey. Mhm. Nee. Wow. What the hell? Ja, der hat dich noch getroffen. Natürlich funktioniert das bei dir nicht. Wieso? Didi trägt das fast geradeaus. Donkey hält es hoch. Wieso sagst du mir das nicht? Ich dachte, das würde dir auffallen. Tatsächlich davon ausgegangen, du wüsstest das. Hätte ja sein können. Bei Didi muss man die Biene ranfliegen lassen von vorne. Na, lass mal ran da. Lass mal ran da, denn sie will ja. Siehst doch, wie spitz ihr Stachel schon ist und wie sie sich bewegt. Die Banane war auch in der richtigen Position. Okay, es sollte aufhören. So, jetzt habe ich wieder mein Safe gesetzt. Wow, so, Stein-Fail habe ich jetzt rausgeholt. Oh yeah. Wenn es im wirklichen Leben so schnell dunkel werden würde. Alter Donkey, du blöder Kackaffe. Was kann dein Affe eigentlich? Uge, uge, uge. Ugaga. Ugaga. Uga. Wieso mache ich immer dieses... Was weiß ich? Du bist du, du musst das wissen. War ich wieder zu voreilig? Kein Problem, ich hab dein Fell ausgeholt. Ich hab grad kein Déjà-vu. Ich auch nicht, weil das habe ich jetzt anders gemacht als gerade. Wow, das war. Dem Stachel den Arsch noch rasiert. Wink, wink, wink. Genau. Alter, genau denselben Fehler, ey. Oh, Alter. Du scheiß Kackvieh. Zieht euch. Au, au, au. Ihr Justin Biebers für Arme. Au, 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 au. Au. Jetzt tut's gleich wieder in den Augen weh. Ich hätte gern einen DK-Fass, bitte. Kriegst du nicht. Doch, krieg ich. Ja, jetzt. Oh, jetzt wird's schön, ey. Gab's in Tropical Freeze auch solche Level mit so einem Schneegestöber? Ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich dran! Nicht genug Schwung. Ich hätte die Rolle machen sollen. Mache eine Rolle! Mache eine Rolle! Will ich hier drüben eigentlich irgendwas? Wieso schnüffelt Didi eigentlich an Donkey Kongs Arsch? Weiß nicht. Cool. Ach, schade. Naja. Manche lieben den Geruch vom verfaulten Schokolade. Du bist so ekelhaft.
Ich weiß. Das weiß er und dazu steht er auch. Mit seinem Namen. Mit meinem Namen. Alter. Affe. Please. Hier muss ich jetzt so viel Geduld haben. Ich hasse solche Stellen. Du musst Geduld haben und das richtige Timing mit dir bringen. Eine Unaufmerksamkeit. Und das passiert. Genau. Ich frage euch nochmal, ihr habt Zeit mitgebracht, oder? Nein. Okay. Die pausieren das Video jetzt extra. Was machst du? Billiger Trapez-Amateur! Es wäre doch der Hammer gewesen, wenn ich jetzt in den Gegner reingeflogen wäre. Du dämlicher Zirkuspraktikant! Ey, nur weil ich ein Affe bin. Ey, Alter! Ey, wir werden es doch wohl schaffen, dieses verkackte Level hier zu beenden. So in den Augen weh. Was hat sich Rare dabei nur gedacht? Ich weiß es nicht. Wow. Wie zur Hölle? Ich habe direkt damit zwei Leben geholt. Ja, natürlich, das Geheimnis hatte ich auch schon im Let's Play mit Rüdiger damals durch Zufall gefunden. Geil. Und zwei Leben dadurch wieder geholt. Das nenne ich mal ein Real Let's Play, ne? Es wiederholt sich alles. Schwarzwald-Tour, ich setz hier mal ein Safe. Oh, das ist eins dieser super schönen Level. Oh, das sieht richtig hübsch aus. Die ganzen blauen. Ich liebe generell solche Höhlen in Eiswelten, wo so richtig viele Kristalle da sind. Diese ganzen blau-lila. Purpurtöne, die sind so schön. Wir hören ja generell zu meinen Lieblingsfarben, also Blautöne und alles, was so ins Blau-Violette geht. Na, kannst du buchstabieren, du Affe? Na komm, unter das Fass. Oh je. Ja. Yeah! Cool, Mann! Leute, gebt einen Daumen hoch! Macht's wie Donkey Kong, gebt einen Daumen hoch! Er hat gebettelt, nicht ich! Das ist so ein Seil, was ihn automatisch nach oben dich bringt. Dich nach oben rutschen lässt, kann man so sagen. Okay. Dann gibt's auch noch rote Seile, die gehen nach unten. Wenn du nach unten drückst, machst du den, oh, gib's mir Move. Und rutscht wieder leicht nach runter, wie du siehst. Armadillo! Mon. Nein. Ich will an das K. Geht mit Digimon Try jetzt eigentlich weiter? Die neuen Folgen sind schon längst raus. Echt? Dann muss ich das noch nachholen. Die sind, glaube ich, am 25. letzten Monats rausgekommen. Alter. Okay, ich habe bloß einen Trailer gesehen. Warte, muss ich dann nachholen, okay? So, das sind diese. Na gut, rot ist es nicht wirklich, es ist mehr ein dunkles Lila. Und wenn du nach oben drückst, dann bleibst du stehen und. Ja. Machst dich glücklich. Mach mich glücklich, ja. Daran habe ich mich noch erinnert aus dem ersten LP. Na, was buchstabieren wir hier wohl? Ist doch wohl nicht einfach Nintendo, oder? Nein, das ist Sega. Ach, Sega! Und noch ein Leben! Yeah, Leute! Macht's wie Donkey Kong. Nein, ich lass es. Bettler. Ey, es ist nicht mein Let's Play. Aber du bettelst.
Solange ich nicht in meinen eigenen Videos battle. Jetzt kannst du dich mal richtig battlen. Oh, wie er guckt. Guck mal, immer diese. Oh Gott, ey. Alter, die hör auf, das zu beschnuppern. Das ist ein Gegner. Ich erinnere mich noch, dass Rüdiger direkt in die Biene reingerutscht ist. Ich habe ihm damals erklärt, wie die Seile funktionieren und er voll in die Biene rein. Das ist halt Rüdiger. Was war das gerade? Sah aus wie ein Erdbeben. Kann ich noch weiter hoch? Ich bin irgendwo. Ich glaube, ich bin rechts. Stell dir vor, da wollte ich hin. Muss ich mir das vorstellen? Ich sehe es doch. Beschwer dich nicht. Uiuiui. Ich trau mich nicht. Aber wie Rüdiger damals sagte, das ist nicht der Schwarzwald, der sieht anders aus. Ich war mal da. Ach du Arschloch, schon wieder! Wow. Den hast du mal richtig in Nirvana geschickt. Ha, an euch habe ich mich noch erinnert. Shit. Wow. Das ist eine sau fiese Stelle. Mit dem Kopf voran in den Stachel rein. Richtig. Was? Wir waren noch nicht mal beim Mittelpunkt. Was? Nö. Da kommst du nur mit Hilfe von dem da hoch. Komm mal her, du Stinker. Yeah. Jetzt darfst du buchstabieren. Gott. Ich bin doch ein Affe. Kann das nicht. Ich kann jetzt aber nicht aus Versehen hier rauslaufen, oder? Nein. Gut. Das Level wird nur beendet, wenn es verkackst oder du den Luftballon einsammelst. Ja, so richtig positionieren. Ist kaum, ich verkack's. Und dann lachen mich alle aus. Didi. Yeah! Das war aber sanft knapp, ja. Sanft knapp, Oh yeah! Oh yeah! Ja. Didi? Du? Ja, ich weiß, das Seil macht dich glücklich. sowieso schon verstörend, dass er keine Hose anhat. Ich habe noch nie einen Affen mit einer Hose. Doch, wie hieß dieser eine Schimpanse Charlie? Da? Charlie! Der guckt meine Mutter immer noch. Das läuft immer noch? Das ist doch so eine alte Sendung. Ja gut, was heißt immer noch? Also die Serie gibt's noch. Die läuft noch im Fernsehen. Mit ganz aktuellen Folgen aus 2017. Genau. Ich glaube, das sind. Na, das Fass hast du verkackt. Ey, es war offen. Fick dich, Spiel. Das hast du verkackt. Das ist übrigens ein Grafikglitch gewesen. Mir doch egal, es war offen. Was wolltest du sagen? Es sind, denke ich, die alten Folgen, also die alte Serie. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie neu gibt. Ich habe mich mit der Serie nie beschäftigt. Ich sehe es nur manchmal, wenn meine Mutter diese Serie guckt. Ich finde es aber immer ganz witzig. Ich bleib da manchmal immer noch mitsitzen und guck mal so ein paar Ausschnitte. War das nicht halt so ein Affe, der in einem Krankenhaus ist oder auf einer Farm oder irgendwie sowas? Eins von beiden? Ich meine, auf einer Farm oder? Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kenne mich mit der Serie nicht so aus. Die ist halt so uralt. Aber ich muss sagen, das ist eine der wenigen Affen, die ich mag. So, komm mal her, mein Freund! Kupferstecher. Ja, dich, Arschloch, habe ich nicht vergessen! Ja, wie kann man den auch vergessen, nachdem ich den so ins Nirvana geballert habe? Na super. Ja, ich weiß. Grandios. Da konnte ich einfach nichts machen. Das war unmöglich.
Es ist so kacke, dass es hier so schnell keinen Mittelpunkt gibt. Aber du kannst wieder Leben holen. Ach, guck mal her, du Stinker, du kleiner. Das ist immerhin das Gute. Und wenn du das mit dem anderen Fass auch noch hinkriegst, dann kannst du sogar noch mal ein Leben holen. Yeah. Nö. Boah, der Part geht schon wieder 30 Minuten, ey. Echt? Oh Gott. Wow, das war knapp. Sollen wir den Part nicht mal langsam beenden, bevor er zu lange wird? Na, ich wollte gerade sagen, dann machen wir jetzt Pause. Mhm. Hui. Einfach auf Start drücken, das reicht vollkommen aus. Wie das aussieht! Hallo! Es sieht aus, als ob er irgendwie sein edelstes Stück verdecken würde. Na gut, dann will ich mal sagen, das war ja Keanu und Nintendo Smash XD mit Donkey Kong Country. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!